Mahlzeit, Leute, ich bin's wieder, der Richie. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht allen gut und ihr genießt gerade die Weihnachtszeit und die Feiertage und dass die Entzugserscheinungen nicht zu stark sind, jetzt wo wir Winterpause haben. Ich habe ein paar Events ausgesucht für die Winterpause. Ich werde ja nicht komplett inaktiv bleiben, aber ich wollte mich aber trotzdem mit einem kurzen Video zurückmelden, ein bisschen einen Rückblick auf die letzten paar verrückten Monate machen und mich mit dem Thema auseinandersetzen. Was ist denn ein Stadion-Vlog? Also erstens ein bisschen die Vorgeschichte zu diesem Kanal. Also wir kennen uns noch nicht so lange. Also ich habe diesen Kanal schon etwas länger, aber es war immer für mich irgendwie so einfach nur so ein Privataccount. Aber am Ende des Sommers 2019, dieses Jahr, habe ich gedacht, ich würde ja gerne irgendwas machen mit einem YouTube-Kanal, um zu üben, einfach so das einzusetzen, was ich alles gelernt hatte. Habe ich gedacht, dann setze das einfach ein beim privaten Kanal und guck mal, was passiert, ob ich das ein bisschen professioneller gestalten kann. Dann im September habe ich zum ersten Mal die Kamera mitgenommen ins Stadion. Und die Resonanz war beeindruckend. Es hat sich deutlich abgesetzt vom Rest. Seitdem eigentlich mache ich im Grunde nur so einen Stadion-Vlog. Das war alles nicht geplant. Es sollte eigentlich so ein Experiment bleiben. Aber das lief so gut und hat mir so gut gefallen mit dem Stadion-Vlog, dass ich das immer weiter gemacht habe. Und jetzt, ganz verrückte Sache, Ende des Jahres habe ich über 500 Abonnenten. Und deshalb wollte ich mich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, mit der Frage, was ist denn ein Stadion-Vlog? Ich habe schon meine eigenen Vorstellungen, was es ist, was ein Stadion-Vlog ist und vielleicht auch besser, was es nicht ist. Denn in letzter Zeit, ich soll nicht vorkommen, als würde ich meckern, ne? Also ich bin super, super zufrieden mit dem Kanal. Das macht mir mega Spaß. Ich finde das immer noch überwältigend, dass so viele Leute überhaupt gucken. Also ich habe jetzt bei jedem Stadion-Vlog mehrere tausend Aufrufe, Kommentare ohne Ende. Die Leute grüßen mich am Stadion und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir so eine kleine Community haben. Das ist sowas wie ein Fanforum bei mir. Das finde ich richtig, richtig spaßig. Trotzdem kommt es manchmal zu Missverständnissen oder nicht unbedingt Missverständnisse, sondern es interpretiert nicht jeder gleich, was ein Stadion-Vlog ist. Und ich wollte deshalb so ein paar Worte dazu sagen. Fangen wir also da an mit dem Ansatz, was ein Stadion-Vlog nicht ist. Was kann ich als Stadion-Vlogger nicht liefern? Was biete ich nicht an? Also und kurz zusammengefasst kann man sagen, ich bin nicht die Sportschau. Was heißt das? Was heißt, ich bin nicht die Sportschau? Also mit Sportschau meine ich natürlich alles, was Berichterstattung ist, im Fernsehen, also The Zone, Sky, alles mögliche Sportschau. Nennen wir einfach Sportschau, Profijournalismus im Fernsehen. Bei mir siehst du zum Beispiel keine Highlights, keine Zusammenfassung vom Spiel. In manchen Videos überhaupt nichts vom Spielfeld. Und es gibt gute Gründe dafür. Ich spreche das an, denn ab und an kommentiert einer, man sieht ja nichts vom Spielfeld, man sieht ja eigentlich nichts vom Spiel. Und es ist nicht böse gemeint und ich kann auch verstehen, wie es zu Missverständnissen kommt. Denn ist man Fußballfan, ist man im Stadion, dann will man das Spiel auch gucken. Und ich gucke natürlich auch das Spiel, wenn ich im Stadion bin. Aber filmen werde ich das Spiel so gut wie gar nicht. Gut, bei mir sieht man sogar manchmal auch das Spielfeld. Man sieht auch manchmal ganz kurze Szenen aus dem Spiel. Aber seien wir jetzt ehrlich, richtig gute Qualität ist das nicht. Manchmal sieht man doch zwischendurch bei mir etwas vom Spielfeld, kurze Szenen und so weiter und so fort. Aber richtige Qualität kann ich nicht liefern. Also ich gehe zum Beispiel ganz bewusst mit einer Kamera ins Stadion. Das ist so eine Art Action-Cam, sowas ähnliches wie ein GoPro, aber von einer anderen Marke. Die Kamera hat keine Zoom-Funktion, denn ich habe nicht als Ziel, das Spiel aufzunehmen. Erstens kann ich die Qualität nicht liefern. Also wenn man wirklich eine Zusammenfassung von dem Spiel sehen will, dann muss man im Fernsehen gucken. Also ARD, ZDF, Sky und so weiter und so fort, die haben alle richtige Profikameras, professionelles Equipment für Nahaufnahmen, Zeitlupen und so weiter und so fort. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Und vielleicht auch noch wichtiger, ich darf das nicht. Also ganz streng gesehen darf ich das, was auf dem Spielfeld passiert, nicht filmen. Ich habe die Rechte nicht dafür.
Die Rechte für die Bilder vom Spiel, egal ob ich die aufnehme oder ob ZDF, ARD, Sky, wer auch immer die Bilder aufnimmt, die hat die DFL. Ganz streng gesehen, wenn ich etwas ins Internet stelle, selbst wenn ich kein Geld damit mache, wenn ich das nur als Hobby mache, kann die DFL das rausnehmen lassen. Und dann ist der Kanal weg. Die können meinen Kanal dicht machen. Also, ich weiß, andere Vlogger, die nehmen alle fleißig auch Szenen aus dem Film aus, die versuchen alle Tore auszuzeigen. Ich sag nur, die spielen ein ganz gefährliches Spiel. Irgendwann mal schalten sie Werbung oder die haben schon Werbung geschaltet und verdienen ein bisschen Taschengeld damit, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber irgendwann, wenn die DFL da Wind von bekommt, dann steht der DFL das Geld zu und nicht dem Vlogger. Wir könnten ratzfatz ganz schnell den Kanal dicht machen. Bei mir ist es bewusst immer weniger, dass man vom Spielfeld sieht. Ich habe keine Rechte dafür. Die Rechte für meine Fresse habe ich. Deshalb gehe ich persönlich ins Stadion mit einer Kamera, die zwar bestens dafür ausgelegt ist, mich persönlich aufzunehmen, vielleicht meine Freunde und ein paar Leute im Publikum aufzunehmen, die Reaktion auf das Spiel, aber auf keinen Fall dafür geeignet ist, das Spiel an sich zu filmen. Wenn ich sage, ich bin nicht die Sportschau, was bedeutet das sonst? Also, es bedeutet, dass ich kein Profi-Journalist bin. Ich bin ein Fan. Ich bin ein ganz normaler Fan und ganz offensichtlich ein Fan von einem bestimmten Verein. So kennt ihr mich ja. Was ich auf keinen Fall anbieten kann, ist unparteiische, neutrale Berichterstattung. Und trotzdem kommt es zu Missverständnissen. Also ich erkläre immer ganz am Anfang, also ich habe Schal um, ich habe Mütze auf und so weiter und so fort. Ich gehe ins Stadion, erzähle, ich gucke mein Vorfeld, aber trotzdem kommt es manchmal zu Missverständnissen in den Kommentaren. Meistens, wenn wir gegen einen bestimmten Gegner gespielt haben, ich lade das Stadionblog hoch und in dem Video sage ich Sachen, die nicht unbedingt neutral sind. Es ist ganz klar, ich stehe auf der Seite von VfL, aber natürlich gucken dann auch Fans meistens von dem anderen Verein, sei es Osnabrück, Nürnberg, Karlsruhe, die ganzen Teams, gegen die wir gespielt haben, und die reagieren ganz normal wie Fans und sind geknickt. Manchmal erzähle ich eine ganze Menge Scheiße. Also hier im Stadion, ich habe ein paar Bier-Intus und ich will um jeden Preis, ich will unbedingt, dass der VfL Bochum gewinnt. Ich labere manchmal Schrott, aber wenn ich zu Hause bin und ich das Video zusammenschneide, wenn ich das Video bearbeite, lasse ich das alles drin, weil für mich gehört das dazu. Ich will einfach nur zeigen, wie es mir in dem Moment ging. Und egal, ob ich Schrott erzähle, also mit ein paar Stunden Abstand, ein bisschen später, wenn ich das Spiel im Fernsehen gesehen habe, kann ich vielleicht ein bisschen neutraler das Spiel bewerten, analysieren. Aber im Eifer des Gefechts, in dem Moment, reagiere ich nur mit Emotionen. Ich lasse das aber drin. Aber es ist nie mein Ziel. Ich will nicht neutrale Berichterstattung machen. Ich kann der Sportschau keine Konkurrenz machen, was Bilder angeht und was Kommentar angeht, was neutralen Kommentar angeht, das kann ich und will ich nicht. Ich will auch nicht meckern. Ich verstehe, wie das dazu kommt. Ich sage was als Fan. Ich gucke das Spiel durch eine blau-weiße Brille. Jemand guckt mein Video mit einer Brille mit einer anderen Farbe und ist geknickt, weil ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Das ist vielleicht normal, aber ich wollte nur sagen, ich bin kein Profi-Journalist. Das kann ich und das werde ich auch nie. Ich will nicht meckern, also meistens habe ich mit den Fans der anderen Mannschaft ganz viel Spaß. Ganz schnell kommt es zu einem Austausch. Die verstehen das ganz genau. Die können sich damit identifizieren sogar, obwohl wir auf anderen Seiten stehen. Die sind auch Fans, sie sind ganz normale Fans wie ich. Wir tauschen uns aus, wir wünschen uns Glück für den Rest der Saison und es ist alles gut. Also ich will nicht meckern. Und es gibt die meisten, muss ich sagen, 99% der Leute, die kommentieren, die raffen das von Anfang an. Die Nürnberger waren super. Die haben bei uns eine ganz bittere Niederlage sehen müssen. Es läuft bei denen alles andere als gut. Und trotzdem haben sie das gecheckt. Ich habe also schon so schön erzählt, was ein Stadionblog nicht ist und warum ich kein Profi-Journalist bin, warum ich keine guten Bilder vom Spiel liefere. Also jetzt, wo ich so schön erzählt habe, was ein Stadionblog nicht ist und warum ich kein Profi bin und warum ich auch keine Zusammenfassung und keine Bilder liefern kann,
fragen wir uns, was ist denn ein Stadionvlog? Und vor allem, warum hat der Kanal über 500 Abonnenten und warum wächst er noch weiter? Ihr habt alle bestimmt eine Meinung dazu, vielleicht auch eine andere Ansicht als ich. Ich würde auch ganz, ganz gerne hören von euch. Bitte schreibt einen Kommentar, warum habt ihr diesen Kanal abonniert? Warum abonniert ihr auch die Kanäle von anderen Stadionvloggern? Was ist für euch das, was ein Stadionvlog auch ausmacht? Also, für mich ist es ganz klar, die Schwäche eines Stadionvlogs ist gleichzeitig die Stärke. Also dieses Konzept, ich bin nicht die Sportschau, ich bin kein Profi-Journalist, ich bin nicht neutral, ich liefere auch keine klassischen Bilder vom Spiel. Ich gehe ins Stadion und ich bin ein normaler Fan. Ich glaube, ihr seid alle ganz normale Fans, sei es von VfL Bochum oder anderen Mannschaften. Also nicht jeder, der meinen Kanal abonniert hat, ist ein Fan von VfL Bochum. Viele schon, logischerweise. Aber ich glaube, wir können uns alle mit anderen Fans identifizieren. Wir halten alle nur zu einem Verein, aber am Ende erkennen wir uns, wir sind wie so ein Spiegelbild. Wir sehen einen Fan von einem anderen Verein und wir erkennen sofort die Gefühle, die er spürt, wenn er ins Stadion geht. Wenn ich meine Kamera mitnehme, nehme ich euch einfach mit, als würdet ihr neben mir in der Ostkurve stehen. Also es gab irgendwann von einem Abonnenten einen guten Kommentar. Er hat geschrieben, also ich gucke so gerne irgendwie sowas, ich gucke so gerne deine Videos, weil ich habe dann sofort dasselbe gleiche Gefühl. Und ich habe das so verstanden, es ist für ihn wie ein zweiter Besuch im Stadion. Man geht quasi nochmal mit, man sieht, wie ich ausraste. Nach einem Spiel seht ihr mich völlig ausrasten und auch nach einer schlechten Entscheidung oder vermeintlich schlechten Entscheidung vom Schiedsrichter raste ich ihr genauso aus, entweder vor Wut oder vor Freude. Und das erkennt ihr einfach, das habt ihr alle empfunden in dem Moment. Ihr wisst, wie es ist, ein Tor mitzubekommen im Stadion, wie alle ausrasten. Ganz oft sieht man sogar kurz gar nichts, weil die Kamera hin und her wackelt. Man sieht ja so, nur wie ich ganz kurz einen Kollegen umarme oder so. Es ist Chaos und man erfährt wieder die Stimmung. Man spürt wieder diese Stimmung, wie die herrscht, direkt nach einem Tor. Deshalb sind auch sogenannte Stimmungsvideos so erfolgreich, wo man wirklich nur Fans sieht, so minutenlang von bestimmten Vereinen. Ich gucke die auch gerne. Das ist vielleicht auch mal eine Schwäche von mir. Also ich nehme diese eine Actioncam mit, wo ich nicht zoomen kann. Und manchmal will ich auch die gegnerischen Fans filmen. Vielleicht irgendwann mal eine andere kleine Kamera, wo ich doch ranzoomen kann. Aber in erster Linie geht es mir darum, dass ich das alles aufnehme, was um mich herum passiert. Also die Stimmung in der Ostkurve oder wo ich gerade bin. Als wir in Essen waren zum Beispiel, habe ich allerdings ganz bewusst einen Sitzplatz genommen und ich wollte die Stimmung von der Westtribüne aufnehmen. Das ist mir relativ gut gelungen. Allerdings die Möglichkeit ranzuzoomen wäre vielleicht besser gewesen. Vielleicht habt ihr auch Kameratipps. Ich recherchiere selber fleißig, ich bin ein bisschen so Technik-Nerd, ich stehe auf sowas. Ich brauche eigentlich nichts, ich habe nicht in viel Equipment investiert. Die kleine Kamera hat irgendwie so 400 Euro gekostet und die reicht mir erstmal. Aber für mich ist es ganz klar, wie bei vielen Vlogs bei YouTube, ich gucke nicht Sachen bei YouTube, weil ich dieselbe Erfahrung machen will wie im Fernsehen oder wie bei Netflix. Ich will keine Serien gucken. Ich will echte Leute. Also es muss nicht unbedingt Fußball sein, aber im Fußball geht es darum, ich gucke einen Stadionvlog, ich gucke wie ein anderer, der so ist wie ich, das Stadion erlebt, wie er feiert, wie ein ganz normaler Mensch. Mal mit mehr oder weniger Qualität. Es gibt ganz tolle Stadionblogger. Bei uns in Bochum, der Masi oder Matze, ich weiß nicht ganz genau, wie das
ausgesprochen wird. Er gibt sich viel mehr Mühe als ich, seine Videos professionell zu gestalten. Der ist auch mit Drohne unterwegs, macht auch so schön B-Roll-Sachen und blendet auch Musik ein. Ich gestalte das Ganze ein bisschen einfacher. Er ist ein richtiger Profi. Ich gucke also so gerne seine Videos. Der geht mit einer etwas wertvolleren Kamera ins Stadion, stellt sich ein bisschen abseits, nimmt besser die Ostkurve auf. Also, falls ihr den nicht kennt, sucht den. Ich werde ja einen Link unten schreiben. Abonniert den, der ist mega. Es gibt auch diesen Ahmed, der ist überall unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wie sein Kanal heißt. Werde ich raussuchen. Er macht auch coole Sachen. Er ist überall durch ganz Deutschland unterwegs. Wer mir auch richtig gut gefällt, das ist der Stadiontourist. Das ist ein Junge aus Duisburg, glaube ich. Ich glaube, BVB-Fan. Der ist auch in vielen verschiedenen Stadien in der Region unterwegs. Und bei dem siehst du auch, der passt noch mehr auf als ich, dass er vom Spielfeld nichts aufnimmt. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Er macht seine Sache ganz gut. Unten sind Links zu allen drei Kanälen. Aber ich denke mal, wenn ihr mich schon kennt, dann kennt ihr sowieso die ganzen Profis. Was denkt ihr? Warum habt ihr überhaupt meinen Kanal abonniert? Warum guckt er die ganzen anderen? Was ist für euch ein Stadionblog? Ich würde es gerne hören in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns bald wieder in einem weiteren Stadionblog. Ich werde in der Winterpause auch noch ein paar andere Videos sowie dieses aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen. Ich freue mich über unsere kleine Community, wenn die weiterhin wächst. Ich mache so lange diese Videos, bis es Spaß macht und bis es vor allem euch Spaß macht. Vielen Dank nochmal. Wir sehen uns bald wieder. Bis denn.